echten Herausforderungen stehen wir? Worauf kommt es in den nächsten Jahren für die Zukunft unseres Landes wirklich an? Wir neigen oft dazu, die Politik für alles verantwortlich zu machen. Für vieles ist sie verantwortlich, aber nicht für alles. Und im Übrigen, wir leben in einer Zeit stetigen Wandels. Das ist so. Die Gesellschaft ändert sich. Wir ändern uns in unserem Verhalten, privat und beruflich. Die Politik steht vor völlig neuen Herausforderungen. Das ist so. Die Welt hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatischer verändert als in den Jahrhunderten davor. Das ist so. Ich bin ja nicht nur 18 Jahre Mitglied des Bundestages, ich habe auch 12 Jahre für einen Abgeordneten gearbeitet. Also 30 Jahre kann ich jetzt schon überblicken. Und wie hat sich die Welt alleine verändert nach dem Fall der Mauer? Und wie viele Fehleinschätzungen hat es gegeben? Ich will Ihnen mal ein kleines Beispiel nennen. Jetzt nicht, was die jüngeren Leute denken, Opa erzählt vom Krieg oder ähnliches. Nur auch, wie oft man daneben liegen kann mit Kritik. Die größten Demonstrationen in der Nachkriegszeit hat es nicht gegen Hartz IV gegeben, schon mal gar nicht gegen einen Bahnhof in Stuttgart. Die größten Demonstrationen in der Nachkriegszeit gab es gegen den NATO-Doppelbeschluss. Genauer gesagt gegen die Regierung Kohl-Genscher. Das war deswegen kurios, weil der NATO-Doppelbeschluss nicht von Helmut Kohl unterschrieben worden ist, sondern von Helmut Schmidt. Wir haben es für richtig gehalten und die Politik fortgesetzt. Wir hatten damals mindestens 70% der Bevölkerung gegen uns. Auf der Bonner Hofgartenwiese hatten sich 350.000 Menschen versammelt, um gegen die Union zu demonstrieren. Und damals hieß es, kommt der NATO-Doppelbeschluss, kommt ein neues Wettrüsten. Das neue Wettrüsten wird ein atomares Wettrüsten sein. Das atomare Wettrüsten wird zu einem neuen Weltkrieg führen. Es wird ein atomarer Krieg sein. Die Erde wird es nicht überleben und daran ist die CDU schuld. Genau so war es. Und wir sind unserer Überzeugung treu geblieben. Und in den Jahren danach gab es kein neues Wettrüsten, sondern zum ersten Mal echte Abrüstung. Ganze Waffensysteme wurden verschrottet. In Polen kam Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion. Die Solidarność kam in Polen. Und die Mauer wurde von Ost nach West eingerückt. Sie fiel am 9. November. Wir hatten die Wiedervereinigung. Der Warschauer Pakt hat sie in seine Bestandteile aufgelöst. Die Sowjetunion hat sich atomisiert. Deswegen sehen Sie, meine Damen und Herren, wie wichtig es ist, dass man in den zentralen politischen Fragen, in den Fragen, die für die Zukunft des Landes von existenzieller politischer Bedeutung ist, Kurs hält. Dass die Menschen wissen, dass wir stehen, auch wenn es einmal Gegenwind gibt und dass wir unserer politischen Überzeugung treu bleiben, auch für Kritik. Darauf basiert sich ganz wesentlich politischer Erfolg. Und Sie müssen es jetzt nicht zugeben, es hört sich vielleicht etwas merkwürdig an, wenn man es bei einer Parteiversammlung sagt, aber es ist so. Je nach Haltung trauen uns die Menschen entweder alles zu oder nichts. Es gibt in unserem Land meiner festen Überzeugung nach nicht die vielbeschworene Politikverdrossenheit. Nein, es gibt eine weit verbreitete Politikerverdrossenheit, eine weit verbreitete Parteienverdrossenheit. Das ist so. Ich wette, auch Sie hier im Saal und jeder, der hier ist, ist ja überdurchschnittlich politisch interessiert und politisch engagiert, sonst wären Sie gar nicht heute Abend gekommen. Aber Sie kennen doch in Ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis, in der Familie, im Sportverein, am Arbeitsplatz genügend, die genau wie Sie politisch interessiert sind, aber die nicht mehr zur Wahl gehen, die sich nicht mehr angesprochen fühlen von uns Politikern und von den Parteien. Und das ist deswegen so traurig, weil eine lebendige Demokratie davon lebt, dass möglichst viele mitmachen. Das ist die wichtigste, zentrale politische Zukunftsaufgabe, verloren gegangenes Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen. Wenn wir antreten bei Wahlen, dann bitten wir um Vertrauen. Zustimmung, aber auch um Vertrauen. Und dieses Vertrauen müssen wir dann Tag für Tag in jeder Wahlperiode rechtfertigen. Das ist gar nicht so schwer. Immer schön mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, auch wenn man politische Karriere macht. Es nie an Bürgernähe missen lassen, nicht nur in Reden rhetorisch, sondern auch in der praktischen Arbeit. Man darf den Menschen nichts versprechen, was man nicht halten kann. Und nach der Wahl darf nichts anderes gelten als vor der Wahl.